Na los. Hier lang. Ben hinter dir. Vermisst du ihn eigentlich? Wen, Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Ja, aber... Da gibt's nicht viel zu erzählen. Au. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Ah. Oh. Interessant. Eifersüchtig. Okay. Sie ist wundervoll. Kannst du schon mal da anbinden. Die Musik ist einfach unfassbar gut. Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Warte. Erstmal absuchen. Bevor ich was Spektakuläres sehe. Hier geht's lang. Was ist da? Ey, alleine wie diese Taschenlampe aussieht, das Licht. Das ist so schön. Es ist unfassbar schön. Na, wie findest du die Aussicht? Es ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Ich hab grad ein Spiel für mich, Hase. Nee. Weiß nicht. Bisschen. Das ist nicht gruselig, das ist wirklich einfach nur creep. Mhm. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Ah, ich bin echt gestört. Jetzt keine Idiotin. Sie ist zu allen so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Heute war es total verrückt. Ich habe Angst. Ich bin aufgekratzt, ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen. Der Schnee hat die Erde erobert. Ich trete aufs Eis, spüre mein Schmelzen, prüfe mein Schmelzen. Gehen wir etwa unter die Dichter? Dichter und Denker? Mit wem warst du auf dieser Route? Jesse? Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Und er hat mir viel über Elektronik und so beigebracht. Mhm. Auf, dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf, dass wir auch 73 werden. Oh, kletter doch noch langsamer, bitte.
Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Mhm. Ist das interessant? Es sieht halt unfassbar gut aus. Wenn ich so alte Spiele, Stunden spiele, dann vergesse ich immer, wie gut neue Spiele aussehen können. Weil ich mir dann immer schon denke, so... Schon geil. Und nicht Infizierte auch nicht. Ein Sturm zieht auf. Ein paar Meilen weg. Dina, Eugene, alles okay. 27.12. Dina, Eugene haben ein Wildpferd gefunden, das im Eisfest saß, rausgeholt. Bring es ins Lager, wir lassen den nächsten Posten aus. 24.01. Dina, Eugene, alles okay. 8.02. Jesse und Astrid, ein Klicker im Keller von 2358 Mountain View, erledigt. 29.02. Achso, warte, nee, auf der anderen Seite geht's. Der 10.5. Okay. 29.02. Greg und Bonnie, tote Ziege beim Sunny Days Seniorenheim. Drin drei Runner gefunden, erledigt. 17.03. Dina und Eugene, ein Runner an der Hauptstraße, erledigt. 30.03. Greg und Bonnie, alles okay, der Schnee ist ziemlich heftig, werden heute Nacht hier campen. 19.04. Jesse und William, alles okay. 10.05. Dina und Eugene, drei Runner vor, in den Vorort erledigt, sonst alles okay. 19.06. Dina und Eugene, toten Hirsch vom Turm gefunden, sieht angenagt aus, aber keine Infizierten. 21.07. Dina und Eugene, alles okay, heftiger Regen, Fluss ist über die Ufer getreten, wir lagern heute Nacht hier, morgen früh geht es zurück. 27.08. Dina, Eugene, alles okay. 4.9. Jesse und Dina haben Fußspuren gesehen, sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt. Zwei Erwachsene und ein Kind, die ärztliche Hilfe brauchen. Wir lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. 19.10. Tommy und Joel, alles okay. 30.11. Greg und Bonnie, alles okay. 28.12. Tommy und Joel, zwei Klicker bei der Tankstelle erledigt, sonst alles okay. 16.1. Greg und Bonnie, alles okay. Chad und Willy, 3.2. alles okay. Und fertig. Komm. Die Stadt da ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Ein Supermarkt? Yep. Da kommen wir unterwegs dran vorbei. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Sonst noch irgendwas? Ja. Gehen wir zurück zu den Pferden. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Ja. Danke. Also Ellie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber Ellie fühlt sich so ein bisschen auf wie dieser... Aus Romanen oder anderen Geschichten dieser typische Klischee-Boy, den alle Mädels haben wollen. Kann das sein? Also sie fühlt sich so ein bisschen unnahbar. Ich bin so cool. Ich bin völlig unabhängig und so. Hey, Japan.
auf der einen Seite mag ich das ganz gerne, aber ich frage mich, warum sie so geworden ist. Ist halt so diese Scheiß-Egal-Haltung. Weißt du, was ich meine? Also, so ein bisschen komisch irgendwie. Also jetzt nicht unpassend oder so, aber mich würde interessieren, warum ihr Charakter so geworden ist. Sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein, am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals, echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoppschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um? Hab ich dir den Witz versaut? Nein, vielleicht. Leck mich. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Wirkt verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Vielleicht. Was weißt du über diesen Ort? Gesundheit. Eine evakuierte Siedlung. Infizierte kommen fast nie so weit heraus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Mhm. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind viel mit sowas verreist? Hm, würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Was machst du heute Abend? Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Warte, komm ich da hoch? Stimmt, ne? Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das ist natürlich mehr, als ich gedacht hätte. Was ist das denn? Die habe ich noch nicht. Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Oh ja. Tesseractor. Echter Name unbekannt. Intelligenz 80. Muskelkraft 60. Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse, transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da. Und niemand weiß, woher und wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben im vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden, wobei ihn der Einsatz dieser Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseractor stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, keinen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral.
Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Was macht dich so sicher? Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Es gibt original Ellie wieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Ich weiß nicht. Komm schon. Spielst du mir eins vor? Nachher? Ich denk drüber nach. Es ist ihr peinlich. Wie süß. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. Oh, das ist irgendwie so traurig. Noch irgendwas? Achso, hier habe ich geguckt, okay. So, einmal gucken. Ja, da komme ich nicht. Da komme ich vielleicht in das Haus. Nein? Mich doch nicht so. Oh. Ruhig, Mädchen. Bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen echt klein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Welche drin. Wie sind die da bloß reingekommen? Wahrscheinlich hier durchs Fenster. Wie kommen wir da rein? Dina, Bella. Oh, das ist schon ein bisschen eklig, ne? Erwischt. Nummer 1. Mal sehen, ob wir zur Rückseite des Supermarkts kommen. Lol. Alles klar? Ja. Kann ich denn noch mal? Ich kann da nicht zurück. Danke. Shit. Ich habe das da doch noch gar nicht fertig abgesucht. Nein! Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so.
Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend. Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Ja, hoffentlich nicht. Ich hab da irgendwie nicht so großartig Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Schnell. Dina, hier lang. Der Runner. Ganz leise jetzt. Mal sehen, wie es läuft. Ah ja, Luzi, auf jeden Fall.